wirklich hundertprozentig fest, ne? Man weiß es ja nicht, wer es war. Ich glaube, denen erstmal zu drohen, ist, glaube ich, nicht so ganz gut. Deswegen würde ich erstmal sagen, nehmen wir mal die 1 am besten. Noch bevor du etwas sagen kannst, ruft der Anführer der Männer so laut, dass alle es hören können. Da sind sie! Die Mörder des werten fahrenden Händlers Mord! Mörder? Komm her, Zwergentöter! Wollt ihr eure Schandtat etwa leugnen? Ihr wurdet beobachtet, wie ihr den armen alten Mord, einen euresgleichen, kaltblütig ermordet habt. Der alte Mann deutet unnötigerweise auf den Söldneranführer, als gäbe es einen Zweifel, wer der angebliche Zeuge ist. Okay, ich glaube, wir haben den falschen Dialog gewählt. Jetzt werde ich hier beschuldigt, dass ich den Händler abgemurkst habe. Na, okay. Wir sind Zwerge und Zwerge würden andere Zwerge so etwas niemals antun. Wir haben Mords Leiche gefunden. Wir sind auf der Jagd nach seinem Mörder. Ihr wollt uns beobachtet haben, habt nicht eingegriffen und stellt uns Tage später mitten im Nirgendwo eine Falle. Ja, ich glaube, wenn wir die Nummer 1 nehmen, das müsste ganz gut sein, oder? Wir sind Zwerge und Zwerge töten halt keine anderen Zwerge. Oder nehme ich die 2? Sind auf der Jagd nach seinem Mörder. Weil wenn ich mich an Lotro erinnere, ich habe da auch schon ganz oft Zwerge gekillt. Mit einem Zwerg. Also so ist es ja nicht. Ne? Wenn ich da mal überlege, wenn ich da beim Runi rumlaufe und ich klatsche da irgendwelche Grimhands, das sind ja auch Zwerge letztendlich. Also kann ja der erste Dialog ja nicht so ganz stimmen, dass Zwerge so etwas niemals machen würden. Ne? Dass sie irgendwelche anderen Zwerge töten. Ich weiß ja nicht. Ah, das ist aber auch immer hier was. Gut, ich würde sagen, ich nehme einfach mal die Nummer 2. Ne, wir haben seine Leiche nämlich gefunden und sind auf der Jagd nach seinem Mörder. Wir haben Mords Wagen vor einigen Tagen am Straßenrand gefunden. Er wurde geköpft und sein Kopf ist verschwunden. Du wartest kurz, damit deine Worte ihre Wirkung entfalten können. Es gab Spuren von Menschen und Pferden. Wir waren dort. Aber erst nachdem ihr den armen Händler ermordet habt. Wäre es in der Situation nicht so unangebracht gewesen, hättest du gegrinst. Der Mensch ist in deine Falle gelaufen. Ihr wart also erst nach uns da, habt uns aber trotzdem beobachtet. Dann habt ihr uns überholt und stellt uns erst hier, mehrere Tagesreisen entfernt, vom Ort des Geschehens zur Rede. Diese Geschichte ergibt wenig Sinn. Wir wissen, was wir gesehen haben, und ihr werdet euch nicht herausreden, Zwerg! Der Anführer der Söldner zieht sein Schwert. Einige Dorfbewohner scheinen an den Worten des Söldners zu zweifeln und ziehen sich zurück, doch andere bleiben an seiner Seite und die Dinge nehmen ihren Lauf. Okay. Muss ich jetzt gegen die Söldner kämpfen? Passt auf die Bogenschützen auf! Konzentriert euch auf die Söldner. Lasst die Dorfbewohner am Leben, wenn es möglich ist. Okay. Wir können jetzt erstmal hier nochmal mich equippen. Das ist Tungil. Tungil ist ja der Schwächste von allen. Ich würde sagen, wir geben Tungil mal das Ding hier, ne? Weil er ist das Schwächste. Dann kann er das eigentlich schon, denke ich, ganz gut gebrauchen. So. Der ist Level 5. Er ist auch Level 5. Der hat 5748. Also er wäre rein theoretisch der Stärkste. Und er ist so im Mittelding. Gut. Der Held macht für einige Zeit ein bisschen mehr Schaden. Aha. Gut, ich würde sagen, er kriegt dann das da. Und er kriegt dann am besten das hier, dass er ein bisschen mehr Schaden macht, glaube ich. Wäre ja gar nicht so verkehrt. Heiltrank. Ach, hier ist ja noch mehr drin. Was haben wir denn noch?
eine Laute. Die Liebhaften einige wert zu sein dürfen. Okay. Kleiner Rüstungstrank. Erhält weniger Schaden, okay. Ich würde sagen, wir geben ihm der Stärke-Elixier. So. Gut. Töte die Söldner. Machen wir gleich. Ich will jetzt mal schnell speichern. Bevor... Kann ich gar nicht speichern. Das ist ja noch beschissener. Gut. Dann pausiere ich das Spiel mal kurz. Weil so können wir am besten hier interagieren. So. Muss ich mal kurz gucken. Ich sehe so gar nichts. Wo ist denn hier einer? Ach, da ist einer. Okay. Ist das nur einer? Ach, da hinten ist auch einer, okay. Mal kurz die Lage hier ein bisschen checken. Da hinten sind auch welche. Die kommen aber, glaube ich, gleich auf mich zugerannt, ne? Gut. Dann würde ich mal sagen, Tungil ist der, der springen kann, ne? Talisman Schütze ist einfach, weil er den Schaden 50% Chance, den Schaden 50% zu reduzieren, okay. Der Schaden bei wenigen Gegnern macht. Komme ich da an den da hinten ran? Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So. Und jetzt? Und du machst folgendes, Kollege. Sturmangriff. Bonnie springt mitten in seine Feinde. Ach so, okay. Ne, dann würde ich sagen, dass er den Sturmangriff mal. Da kommen wir gar nicht ganz hin zu denen, ne? Okay. Gut, dann soll er einfach mal den Sturmangriff machen. Oder warte mal. Er soll den Klingensturm, würde ich mal sagen, machen, ne? Auf den Söldner. Kann ich aber nicht auswählen, den Söldner. Ach, da sind sogar zwei, sehe ich gerade, okay. Da sind zwei. Okay. Ja, dann kann er ja beide wegmachen. Ne? Würde ich sagen. So, Nummer 3. Was machst du? Mächtiger Hieb. Viel Schaden bei einem einzelnen Gegner. Gute Chance, den Gegner zu betäuben. Ja. Gut. Und er macht dann. Hinten kommen wir halt auch nicht dran, ne? Gut. Gut. Das haben wir. Dann fangen wir mal wieder hier oben an. So. Mächtiger Schlag. Achso, der hat noch keine, keine Dings. Geht nicht, ne? Sprungangriff. So. Ja. Bin unterwegs. Gut. Dann machst du das. Du kannst doch nichts machen.
Was ist? Du kannst auch nichts machen. Okay. Abscheuliche Kreatur. In Ordnung. Bin unterwegs. So. Ja? Der ist noch nicht wieder aufgepowert. Was ist? Okay, ist natürlich immer ein bisschen blöd, dass ich meine eigenen Leute irgendwie killen kann oder betäuben kann. Ist natürlich jetzt auch nicht so das Optimale, ne? Ist halt 15 Söldner töten, ey. Das dauert, das wird sich aber auch in die Länge ziehen, ja? So gut wie erledigt. Ach so, sind alle tot, ja? Okay. Und jetzt? Ja, ja. Schon fast da. Hallo, warte mal. Ja? Bin unterwegs. Was denn? Mhm. Auf den Weg. Sofort. Gut, weiter geht's. Nee, machen wir mal Sprungangriff. Da haben wir nämlich drei Kollegen. Da hauen wir voll rein da in die 12. So. Daune, ja, die Zwerge gibt's auch für die Xbox. Es ist ja eigentlich ein Konsolenspiel, ja. Ich habe das ja damals am Anfang auch mit Gamepad gespielt. Aber ich muss sagen, die Zwerge lässt sich mit der Tastatur auf dem PC viel besser steuern. Alleine schon aus dem Grund, weil wenn ich hier unten auf diese Aktionstasten gehe, wird mir wenigstens im Dialog angezeigt, um was es sich handelt. Ja, was die Angriffe das sind. Weil wenn du mit dem Gamepad spielst, wird dir das zum Beispiel irgendwie gar nicht angezeigt. Ja, so. Ja. Ja. Gut. Gut, das haben wir. Warte mal, Tungil, du kannst mal weiter da reinlaufen. Sehr schön. So, und jetzt machst du... Genau, du machst dann einmal das. Was denn? Kollege Nummer 2, was machst du? So. Ach so, der ist noch gar nicht wieder aufgeladen, ne? Der ist auch noch nicht aufgeladen. Gut.